Punkte. So, und da sind wir zurück zu Dead Space. So, wir haben jetzt hier die Sachen um. Wir haben jetzt den ersten Teil um. Einen Weg zu sprengen. Dann wollen wir mal weiter. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Jetzt nicht wahr sein. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Hey!
Verdammt! Ich hätte nur an das Medikit kommen. Heute schenken wir uns aber beide nichts mit den Toten. So viel dazu. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Quarantäne aufgehoben. Endlich. Wie ich die Dinger da passe. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Thank you.
Fahrt. Dich lasse ich da drin. Man tritt mit kleinen Kinder. Diese Biester auch noch nicht sterben, ey. Hilfe! Mein schlimmster Albtraum. Ich rede bloß nochmal. Ah, sehr schön. Können wir unten noch halten. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich will da nämlich was Großes kommen. Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Ah, okay. Dosis antrinken, um den Extra-Virus zu erleben. Ja, oder so ähnlich. Thank you.
nächsten Speicherpunkt. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist.
Ich habe eine gute Tür geöffnet. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Fassen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Also.
Professor Dr. Kine. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch ins Dunkel. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Wir sind diese Kreis gelaufen. Tatsächlich. Okay.
Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen boten. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Hey, ich bin so gut. Fiedel 2 ist abgeschossen. Ja, richtig. Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple.
Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Tempel out.
erstmal voll. Schon zu viel. So, mal gucken. Die Klappe, Denvers! Klappe halten! Technisches Logbuch, Tampa. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekackt und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen! Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen! Halt den Rand, Denvers! Und hilf mir mit den Werkzeugen! Temple out.
Sequenz aktiviert. Funksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff und Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Yeah.
Ich kann mal Munition besorgen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Sieht nicht danach aus. Sind wir noch nicht. Gut. Thank you.
Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Yeah.
übertritt Schwerelosigkeit. Thank you.
Fuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Antrieb, keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Was denn noch? Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Kommst du nicht rum? Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Naja, Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Des Vakuums.
Miese Brise, ey. Hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. So. 3 Minuten haben wir eigentlich noch, aber die Zeit kann ich jetzt nicht mehr nutzen, um irgendwas Neues anzufangen. Ich würde mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Livestream.